Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Da sind wir wieder im neuen Kartenviereck. So, jetzt habe ich es raus. Hier gibt es ein U-Boot. Ich glaube, in diesem U-Boot, ich weiß nicht, war eine Flasche drin oder irgendwie Münzen, Geld, irgendwas. Jedenfalls ist in einem U-Boot eine Flasche zu finden. Und wir waren, glaube ich, auch schon in jedem U-Boot. Von daher müssen wir da eigentlich gar nicht mehr hin. Wir werden es trotzdem einfach mal machen. Ich werde nochmal gucken, ob ich nicht hier schon was habe. Wir werden es hier einfach nochmal ein bisschen rüber jonglieren. Ja, guck mal, da hinten war eine Truhe. Da hinten sieht man schon die offene Truhe. Das heißt, ich muss mich eigentlich hier gar nicht mehr rüber jonglieren. Wir waren hier auf jeden Fall schon. Was es hier gibt an dieser Stelle. Wie gesagt, Leute, schaut im Let's Play nach. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was es hier gab. Ah, jedenfalls waren wir schon mal gewesen. So, jetzt haben wir hier auf oder in diesem Viereck ein Feenkoordinal. Und auf diesem Feenkoordinal findet man einen blauen Schleim, ja, den man braucht, wenn man sich ein blaues Elixier machen will. Bei dem Typi im Portemonnaie. Und ansonsten hat man hier eine Geldbörse bekommen. Entweder die für 1000 oder die für 5000. Ja, wenn man die schon für 1000, wenn man schon die 1000 Rubin Geldbörse hatte, hat man hier die 5000 bekommen. Ansonsten kriegt man hier die 1000 Geldbörse. So, an sich kann ich hier nochmal so ein bisschen rumdüsen um die Insel und nochmal schauen, ob hier irgendwie noch ein Schatz aufploppt. Aber an dieser Stelle sei gesagt, wird das wohl nicht passieren. Da hinten haben wir noch einen kleinen Schatz, der ist uninteressant. Ja, da war's das. Ein sehr kurzes Video. Und wir düsen zur A4. Die A4 müsste das hier sein. Diese Insel, genau. Na denn, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen von diesem kurzen Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao.